So, ein herzliches Willkommen hier bei How to Living in a Wormhole zu einer weiteren Ausgabe, nämlich Teil 4. So, heute mal ein ernstzunehmendes Thema. Was passiert, wenn ich im Wurmloch nichts mehr zu tun habe? Sprich, ich habe keine Sites mehr, ich habe keine Hacking-Sites mehr, ich habe keine Fight-Sites mehr, ich habe gar nichts. Ich stehe da und drehe mein Schiffchen auf gut Deutsch auf Station. Ja, was soll ich machen? Wenn ihr dann irgendwann so ausseht, dann wisst ihr, dass ihr einen sogenannten Wurmloch-Koller bekommt. Das heißt, ihr könnt jetzt auf der Station hocken, euer Schiffchen drehen und den Zähler auslösen, so wie ich jetzt schon mal angefangen habe. Nämlich, wie ihr seht, habe ich schon 18 Mal mein Schiffchen gedreht. 20 Mal. So, oder ihr seid so schlau wie wir und kauft euch ein paar Filamente ein. Wir haben schon einige Sites gemacht. Und fliegt Filamente. In meinem Fall nehme ich jetzt mal die Stufe 0 Filament. Dann nehme ich mir mal eins mit. Schmeiße es meinen Laderaum rein. Na, wo habe ich es jetzt hingeschmissen? Schlecht vorbereitet, Jay. Schlecht vorbereitet. Nämlich in kranke Aktionen habe ich es drin. Ja, das ist noch drin. Wunderbärchen. So, diese Filamente haben verschiedene Auslöser. Dieser zum Beispiel bringt meine Thermalresistenz nach unten, aber dafür meine Panzerungsstärke. Es gibt Filamente, die die Waffenpräzision runterschrauben, dafür die Waffenreichweite, Kinetikschaden runterdrückt, aber dafür die Schilde hochpusht und so weiter und so fort. Und es gibt in verschiedenen Stufen. Dies ist zum Beispiel Stufe 0. Das ist einer der teuersten, weil die am schnellsten geht und man da ziemlich schnell, wenn man schnell fliegt, ziemlich viel Loot rausziehen kann, wie wir zum Beispiel in unserem Korbhanger schon drinnen haben. Da haben wir schon nur alleine das Zeug hier, 48 Millionen rausgeholt. Die könnt ihr mit Stufe 0 machen, die gehen ratzfatz. Geht in einer Stunde auf 100 Millionen hoch, wenn ihr schnell seid. Oder ihr macht die Stufe 1er, so wie wir das machen mit zwei Destroyer. Und, oder ihr fliegt solo die Level 0er. In meinem Fall fliege ich jetzt Level 0er, um euch zu präsentieren, wie es da drin überhaupt aussieht. Und was ihr da drinnen machen könnt. So, dazu docke ich erstmal ab. Und bewege meinen Schiff an einen Safe Spot. Wir haben dafür einen extra Filamentplatz gemacht, weil ihr könnt es nicht direkt an der Station ausführen, ihr könnt es nicht in der Post ausführen, ihr müsst 1000 Kilometer von allem und jedem weg sein. So, wir warpen jetzt mal ganz schnell weg. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ihr befindet sich in diesem Bereich meines Bewegungsfeldes 0. Das heißt für mich, oder allgemein heißt es, ich bin hier safe. Mir passiert da gar nichts. Ja, was heißt safe? Safe ist man im Wormhole nie. Also, wie gesagt, es ist nichts in Reichweite, was mein Portal, das ich damit öffne, einschränken oder nicht auslösen könnte. So. Aber Jay, wie löse ich das Portal aus? Indem ihr in euren Laderaum geht, mit Rechtsklick das Filament auswählt. Dann seht ihr hier schon mal alleine
Plasma Firestorm, wie schon Thermalresistenz auf Panzerungsstärke, also Thermalresistenz wird verringert und die Panzerungsstärke von Schiffen wird erhöht. Meins ist ein Panzerungsschiff, also ist es für mich perfekt. Es gibt drei Möglichkeiten. Mit zwei Finamente kann ich mit Zerstörern rein, also können zwei Schiffe mit rein. Seid ihr zu dritt, könnt ihr nur mit Fregatten rein und einer muss drei Filamente mitnehmen. In meinem Fall ist es nur ein Kreuzer. Ich aktiviere ihn und los geht die Geschichte. So, ihr seht hier eine kleine Fregatte. Die schalte ich jetzt mal auf. Und das ist auch noch ein Drohnenfregatte. Also die schmeißt Drohnen ab. Schalte ich jetzt um auf meine Long Range Muni. Long Range Muni. Ne, jetzt brauche ich schon Deutsch. Hab ich zu lange gebraucht. So. Und schieß erstmal die Fregatte weg. Und flieg genau diesen Container hier an. Der ist erstmal verdammt wichtig. Der ist unser Fokus. So, und jetzt schalte ich meine Panzerungshardenarme an. Ah, und ihr seht hier zum Beispiel was Schönes. Lasst mal die Fregatte da reinfliegen. Alle feindlichen Schiffe, genauso wie eure Drohnen, aufpassen, bei dem Ding werden beschädigt. Mache ich mal den MBD an. Wie ihr seht, die Drohnen sind weg. Und wenn der mir jetzt da rein folgt, kriegt er auch Beschädigung ab und platzt. Jetzt hat er nochmal drei Drohnen gestartet. Das ist mir auch neu, dass der gleich neue Drohnen startet. Oh, zwei hat er noch gehabt. Schön. So. Wie ihr seht, seht ihr keinen Wrack in diese Filamente. Ihr müsst diese Container abschießen, denn in diesen Containern befindet sich das Loot. Meine optimale Reichweite ist jetzt bei 17 Kilometer. Bumm. Und ein Wrack ist aufgetaucht. So, ich kann meine Arme abschalten. Ihr burnt damit einen Microwarp 3 Finn. Lootet die Scheiße. Zack. Und warpt ins nächste Pocket, indem ihr einfach dieses schöne Dreiecks oder Dreiecks Portal auslöst, kommt ihr in die nächste Pocket rein. In der nächsten Pocket befindet sich wieder eine Fregatte. Was sich da drinnen befindet, entscheidet nicht hier, das ist Zufallsprinzip. So, und lassen wir uns ein bisschen feuern. Ihr müsst auch beachten, es gibt zwei Arten von Gegnern. Einmal gibt es den Nahkämpfer und einmal gibt es den Fernkämpfer. Wenn ihr dieses Schiff hier habt, könnt ihr die Drohnen ignorieren. Ihr kriegt sie kaum abgeschossen. Konzentriert euch auf den Main-Gegner. Das ist der, wo die Drohnen rausgeschmissen hat. Denn die Drohnen hören dann auf zu agieren und zu funktionieren, sobald das Hauptschiff zerstört ist. Kennt ihr aus dem PvP, wenn euer Schiff zerstört ist, funktionieren die Drohnen auch nicht mehr. Liegen sie tot im Weltall. Nein, ihr könnt die Drohnen nicht aufsammeln. Das sind NPC-Drohnen. Die würde ich auch gerne haben wollen. Aber die machen eh kaum Damage, wie ihr seht. So, der ist tot. Und wie immer, oder wie in der letzten Zeit auch schon, burnen wir jetzt an diesen Container ran. Machen ihn kaputt. Und hoffen, dass gutes Loot droppt. So, ihr stellt euch mit Sicherheit die Frage, was ist dieses Loot überhaupt? Für was kann man das gebrauchen? Diese zwei Dinger
braucht man eigentlich, wenn ihr hier auf Attribute, das braucht man zum Forschen, glaube ich. Und diese Teile sind wichtig, um diese Triglavia-Sachen bauen zu können. Wie zum Beispiel die Kikimora, die braucht von diesen Teilen 180 Stück. Und die findet ihr nur hier drinnen. Deswegen sind die so begehrt. So, ihr springt dann weiter ins nächste Portal. Schaltet wieder euren MBD an. Burnt so schnell wie möglich dorthin. Denn diese Sites sind zeitbegrenzt. Ihr habt 20 Minuten Zeit, alle drei Sites durchzujagen. Erst wenn alle Gegner, sprich alle Fregatten oder Cruiser, Destroyer oder Kreuzer weg sind, könnt ihr erst in die nächste Site rein. So, und da haben wir schon einen Cruiser. Schön. Wir burnen da jetzt nicht hin. Der kommt auf uns schön zu. Ups, also können wir den noch anlassen. Das war jetzt ein Mistake von mir. So, das Savagen hier könnt ihr euch in Stufe 0 bis 1 sparen. Ihr kriegt da nichts raus. Ich habe jetzt schon so viele Sites geflogen und die immer wieder gesavaged. Ich habe bis jetzt nichts rausbekommen. So, wir zerlegen das Triglavia-Schiff hier. Triglavia sage ich. Sleeper-Schiff. Das ist diesmal ein Sleeper. Es können sich auch Blood Raiders, Dramiers, was weiß ich was drinnen befinden. Das seht ihr erst, wenn ihr drinnen seid. In der Site. So. Wir machen den Container schnell kaputt. Bomb. Ziehen unsere Kampfdrohne ein. Looten. Und haben 315.000 ISK mehr im Laderaum. Und springen hinaus. Wenn ihr im Wurmloch seid, seid immer kampfbereit. Denn diese Triglavia-Sites kann man ausgehen. Und im Wurmloch können sie können nicht zu euch reinspringen. Nein. Aber sobald ihr wieder rauskommt, kann man euch angreifen. Also seid ein bisschen vorsichtig. Stellt eine Wache ab, die auf euch aufpasst. Die euch sagt, ihr könnt raus oder ihr könnt nicht raus. Aber früher oder später müsst ihr sowieso raus. So, ich docke jetzt wieder an. Und das könnt ihr dann die ganze Zeit machen und bekommt noch ein bisschen Kohle nebenbei. Also in meinem Fall habe ich jetzt verdient. Moment. Nämlich die zwei Dinger sind wichtig. 830.000 ISK ist jetzt nicht so der Burner, ist ja auch eine Stufe 0 gewesen. Bei der Stufe 1er, Stufe 2er, Stufe 3er wird dann das Loot immer besser. Ihr bekommt Blueprint-Copies, ihr bekommt alles Mögliche aus diesen Sites rausgezogen. So, das war's jetzt von mir. Ich docke jetzt an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video, mit den anderen Videos. Ich habe zum Beispiel verschiedene Videos fürs Wormhole. Wie bediene ich den D-Scan? Sites-Hacking, Relikt-Sites, Relikt-Sites und. Schaut einfach auf meinen Kanal, seht euch die anderen Videos an und wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder. Ich bin euer Jason Booty, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch viel Spaß.